ihr wieder dabei seid. Ich bin Andrea von Stempeln am Wald und möchte euch heute wieder mitnehmen bei dem, was ich mir so ausgedacht habe. Und zwar habe ich mir für das Ganze, also für das letzte Jahr, so ein Jahresrückblicksalbum gebastelt. Das ist ein Leporello, ein ziemlich großes Leporello. Das bastel ich heute nicht mit euch, weil dann würde ich mich mit fremden Federn schmücken. Das findet ihr auf dem Kanal von der Dani Peus. Und zwar ungefähr vor 11 Monaten hat sie das, glaube ich, gebastelt. Ich meine, das war die Mel, die das gemacht hat. Und das habe ich mir damals nachgewerkelt. Und zwar habe ich dann da eben mein Jahresalbum draus gemacht. Für jeden Monat einen kurzen Überblick mit ein paar Bildern. Man kann ganz toll da Collagen unterbringen. Eine kleine Geschichte, Konzertkarten, ein bisschen Deko, alles, was man so erlebt hat, kann da gut mit rein. Und jetzt zum Ende des Monats, als ich dann fertig war, dachte ich, irgendwie muss ich dieses Ding ja auch aufbewahren. Einfach so ins Regal legen. Es ist halt ein Leporello. Es fällt sonst, also kann halt auch auseinanderfallen. Dafür war es mir zu schade. Es steht zwar so ganz gut, aber wenn dann irgendwas ist und es mir doch umfällt, würde ich mich, glaube ich, ärgern. Also habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie kann ich das gut unterbringen. Und dann wollte ich eventuell einfach nur einen Faden, also ein Band rumbinden, fand ich jetzt aber auch doof. War auch nicht viel besser. Oder ein Stehsammler. Aber das gefiel mir dann auch nicht nur ganz gut. Und da dachte ich, irgendwas, was das Album auch richtig schützt. Und dann habe ich mir so einen Schuber gebastelt. Der ist ja relativ groß und muss auch recht groß sein und auch ein bisschen stabiler, um dieses Album da eben unterzubringen. Da habe ich dann ein bisschen getüftelt. Da geht auch ein bisschen Material rein, obwohl das geht eigentlich. Und damit kann ich dann ganz toll mein Album unterbringen und dann kann ich es mir so ins Regal stellen. Und den möchte ich heute mit euch basteln, falls ihr auch so ein Leporello habt. Das ist auch recht groß, das ist in der Höhe, ich glaube sogar 21,5 und hat die Breite von 15,5 irgendwie so. Und dafür möchte ich jetzt euch einmal mitnehmen und diesen Schuber basteln. Material habe ich mir schon zurechtgelegt und teilweise auch zurechtgeschnitten, aber da nehme ich euch mit. Für die Seitenteile. Es wird halt aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Für die Seitenteile brauchen wir zweimal das Maß 25,5 x 21 cm. Und es ist wichtig, dass ihr relativ festen Karton nehmt. Bei dem hier habe ich den extra starken Grundweißkarton von Stampin' Up genommen. Der ist schon gar nicht schlecht. Könnte noch ein bisschen fester sein. Und dann habe ich mich hier noch für, ich hatte noch so 30x30 Bögen, die gehen schon Richtung Fotokarton. Vielleicht noch nicht ganz so wie so ein richtig dicker Fotokarton, aber der ist auch recht fest. Und diesmal nehme ich dann diesen Karton dafür und hoffe, dass das noch ein bisschen stabiler wird. Die kurze Seite wird gefalzt bei 2 cm und bei 17,5 cm. Und die lange Seite falzen wir bei 2 cm und bei 23,5 cm. Das sind dann jeweils die Klebelasche. Und dann müssen wir das Ganze zuschneiden. Und zwar habe ich das, den Schuber so gearbeitet, dass die Kante hier vorne doppelt gearbeitet ist. Also, dass ich es umgelegt habe. Und dafür ist halt dieser breitere Bereich hier von 3,5 cm. So kam ich mit der Länge oder mit der Breite von dem A4-Bogen ganz gut hin. Falls man keinen 30x30 Bogen zur Hand hat. Diese Seite hier unten, ich kann das ja mal mit einem Bleistift markieren, die schneide ich ganz raus, die brauche ich nicht. Und jeweils schneide ich nur ein, weil die brauche ich für die Befestigung. Und wichtig ist halt, dass ihr hier auch die Falz mit wegschneidet, damit ihr schön sauber umlegen könnt und euch das nachher nicht stört beim Umlegen und ihr so komische Eselsöhrchen kriegt. Und dann habe ich hier einfach nur eingeschnitten, aber auch die Falz rausgeschnitten. Das kann man am besten, indem man es einmal nachfalzt und dann diese Öhrchen da abschneidet. Wo ist mein Falzbein? Verschwunden, wie immer. Könnt ihr einmal nachfalzen,
Korb schön stramm. Und wichtig ist auch, dass ihr Papier wählt, was euch nicht ausreißt, wenn ihr es falzt. Bei manchen Papieren ist es ja so, dass die gerne falzen. Und da sollte man vielleicht darauf achten, dass man da eben auch saubere Falzlinien bekommt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kann ich diese breitere 3,5 cm Lasche schon mal fest umkleben, weil die brauche ich so nicht mehr. Und damit das auch einen guten Abschluss gibt, habe ich mir hier vorne einmal doppelseitiges Klebeband angebracht, damit das auch gleich gut anzieht. Mit Flüssigkleber muss man noch ein bisschen länger festhalten und manchmal lösen sich so ein paar kleine Ecken, weil man nicht an allen Seiten gleichzeitig drücken kann und festhalten kann. Und dann gut mit Flüssigkleber ausstreichen. Ihr könnt es auch ganz mit doppelseitigem Klebeband machen. Hier muss man ja nicht viel nachjustieren und dann umlegen. Und dann haftet es durch das Selbstklebende schon ganz gut und dann streicht ihr es einfach noch fest. Und damit ist der erste Teil schon mal geschafft. Und dann legen wir uns diese Öhrchen hier um und machen halt so eine halbe Box da draus. Da nehme ich dann nur Flüssigkleber, könnt ihr natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Auch da muss man ja nicht mehr viel nachrucken, sondern einfach Kante auf Kante legen, warten, bis es ein bisschen angezogen ist. Und die andere Seite. Davon macht ihr euch zwei Stück. Das sind dann jeweils die Seiten dieses Schubers. Die zweite Seite habe ich schon vorbereitet. Und das Ganze würde dann so gegeneinander stehen. Als nächstes braucht ihr für die Ober- und Unterseite zwei Zuschnitte von 7 x 21 cm. Gefalzt wird wieder bei 2 und bei 17,5 cm. Das wird hinten die Klebelasche und das wird wieder vorne dieser doppelt umgelegte Rand für die Vorderseite. Dieses Teil macht ihr euch auch zweimal, habe ich auch hier schon. Auch schon fertig gefalzt jetzt. Und dann können wir uns einmal um die Ober- und die Unterkante kümmern. Und zwar nehmt ihr euch dann ein Seitenteil. Seht zu, dass diese 3,5 cm Lasche da ist und legt das Ganze ganz genau hier auf Kante und befestigt das. Dafür habe ich mir hier oben, ihr könnt auch wieder gut ein Streifen, mache ich das oder nehme ich nur Flüssigkleber? Ich nehme nur Flüssigkleber. Ihr könnt es natürlich auch mit doppelseitigen Klebeband machen. Hier kann man aber noch ein bisschen nachjustieren, wenn man nicht gleich es festgeklebt hat. Und da ich jetzt nur ein Teil habe, erstmal kann ich das auch gut erstmal so anbringen. Auch ganz sauber, Kante auf Kante, so dass ihr da vorne diese 3,5 cm Lasche auch gut umlegen könnt und bis hinten gut ran. Und das drückt ihr dann so weit fest. Es wird gleich mit der anderen Seite ein bisschen schwieriger, wenn wir die zweite Seite dagegen setzen. Aber auch das geht. Ihr könnt es auch von innen nochmal festdrücken. Und dann ist das soweit schon. Den noch nicht festkleben, weil da muss die zweite Seite noch gegen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kümmern wir uns einmal um den Boden. Auch wieder achten, dass die 3,5 cm Lasche vorne ist und nicht nach hinten. Und auch das wieder befestigen. Und auch wieder festdrücken hier auf der Innenseite, sodass ihr das alles gut umlegen könnt. Das soll mir nicht wieder abgehen.
So, jetzt habe ich das alles nochmal gut festgedrückt. Das wäre dann nämlich nachher die Hinterseite. Das ist die Vorderseite. Jetzt muss unsere zweite Seite dagegen. Achten, dass ihr diese doppelt gearbeitete Seite da habt. So, da hat der Postmann einmal geklingelt. Und jetzt müssen wir das Teil dagegen arbeiten. Wie gesagt, achtet darauf, dass diese doppelt gearbeitete Kante nach vorne kommt. Und jetzt müssen wir uns das da einfach noch mit reinkleben. Und da überlege ich, ob ich mir jetzt ein bisschen doppelseitiges Klebeband mit zur Hilfe nehme. Das werde ich auch machen. Das werde ich mir hier an die Kante setzen, damit ich da einen schönen Abschluss habe. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Und auch hier oben. Und dann mit Flüssigkleber auffüllen. Und dann setze ich das dazwischen. Und drücke mir das Ganze hier schön fest. Ja, das gefällt mir mit dem doppelseitigen Klebeband etwas besser. Beim letzten Mal habe ich es nur mit Flüssigkleber gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, man muss ein bisschen vierhändig sein. Oben genau das Gleiche. Einmal da reinsetzen. Auch wieder schön achten, dass ihr Kante auf Kante, damit ihr schöne, saubere Abschlüsse habt. Weil mit dem doppelseitigen Klebeband könnt ihr da nicht mehr viel nachjustieren und fest werden lassen. Jetzt haben wir hinten nämlich einen schönen, ein schönes Grundgerüst für den Rücken, schön stabiles. Und jetzt kleben wir die Laschen hier alle einmal fest. Und das einmal umstellen. Und können jetzt auch die dort reinkleben. Noch einmal nachfalzen, damit sie sich schön anlegen und dann mit Klebeband befestigen. Auch da nehme ich wieder ein bisschen doppelseitiges Klebeband zur Hilfe. Da ist mir das ein bisschen stramm. Da werde ich ein ganz kleines bisschen schräg zuschneiden. Das sieht man nachher ja nicht mehr. Da steht denn ja was drin. So. Ich habe halt hier von den Kanten jetzt noch ein ganz bisschen weggenommen. Da klebe ich wieder doppelseitiges Klebeband und den Rest fülle ich mit flüssigem Klebe auf. Upsala. Erst den ab und dann rum. Und auch das wieder schön festdrücken. Und mit der anderen Seite das Gleiche. Auch da werde ich mir hier ein bisschen noch einkürzen, damit sich das ein bisschen sauberer da anlegt. So, jetzt haben wir noch unseren Buchrücken, unsere Rückseite. Wir brauchen 7 cm in der Breite und 21 cm in der Höhe und ja auch kein Gefalze, sondern die wird einfach nur hier drauf gelegt. Und auch da werde ich mir rundherum doppelseitiges Klebeband aufbringen, einfach damit es dann gleich dort auch schön anliegt.
ziehe ich schon ab, damit mir mein Flüssigkleber gleich nicht zu schnell anzieht und ich dann den Effekt leider verfehlt habe, und fülle dann hier großzügig mit Flüssigkleber auf. Ich benutze den Flüssigkleber von Raya, den finde ich super, aber der zieht wirklich ratzifatzi an. Man hat nicht sehr viel Zeit zum Korrigieren. Und dann legen wir das Ganze hier schön plan. Und können auch noch mal von innen gegenarbeiten. Oh, da passt auch mal eine tolle Rolle rein. Ich habe hier so eine, also das ist eine ganz einfache Tapezierrolle. Als ich mal so auf der Suche war nach was zum Andrücken, damit ich ein bisschen so einen kleinen Meinungsverstärker habe, ist mir halt so eine Rolle über den Weg gelaufen. Kostet nicht viel, aber damit kann ich halt gut alles andrücken. Und damit wäre unser Schuber, einmal hier den Müll weg, unser Schuber schon soweit fertig. Und da ich mir ja schon ein neues Album für 23 gebastelt habe, das gleiche Prinzip, weil ich liebe diese Leporellos wirklich, da habe ich ein ganzes Papierset von Simply Stories genommen, mit Die-Cuts und Aufklebern und was alles dabei war, aber das habe ich eben auch schon komplett verbaselt, also verbraucht, so dass ich mir jetzt für mein Cover etwas anderes suchen muss. Und dann habe ich so ein bisschen in meinem Fundus geguckt, was so ein bisschen passen könnte, und bin dann auf so einfachen Karton gestoßen. Der ist schön fest. Und den werde ich jetzt zum Verzieren dann einmal außenrum kleben. Das kann ich aber eben außerhalb der Kamera machen. Achso, ich kann euch die Maße dafür durchgeben. Das ist überhaupt wichtig. Für die Seiten habe ich Designerpapier 15x2x21,2. Müsst ihr so ein bisschen gucken, wie ihr die Ränder haben möchtet. Ich mag es immer ganz gerne, wenn das immer nur so 1-2 mm höchstens sind. Aber da hat ja jeder auch so seinen eigenen Geschmack. Und dann guckt man halt, wie man das gerne hätte. Für die Rückwand nehmen wir eine Designerpapierseite von 6x8x21,2 cm. Und für die Seiten habe ich, also für oben und unten, sind es 2x6,8x15,2 cm. Und das klebe ich einmal eben auf. So, da wäre mein fertiger Schuber schön stabil. Kann man sich ja auch wunderbar in den Größen verändern. Viel größer, also ein bisschen größer wird ja auch noch gehen, aber nicht viel größer. Aber für so ein Leporello, und ich kann es nur empfehlen, so ein Jahresrückblicks- oder Überblicks-Leporello zu machen. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe ganz viel probiert in den letzten Jahren mit Bullet Journal, und dann habe ich dann auch mal diese Traveler Notebooks und was ich alles ausprobiert habe. Und das ist jetzt schon das zweite, und ich bin damit total happy, das über das Jahr zu füllen. Und das passt jetzt auch gut hier rein, wird natürlich übers Jahr noch dicker. Aber so kann ich mir die beiden jetzt nebeneinander ins Regal stellen und sie mir rausziehen, und ich weiß, sie sind gut aufgehoben. Was ihr noch machen könnt, um dann auch zu sehen, was, wo, wie, welches ist, man könnte sich auch noch so eine Banderole machen. Im gleichen Stil, von dem hatte ich zum Glück noch genug Designerpapier, wie ich auch das Leporello gemacht habe. Das ist auch ein altes von Stampin' Up. Einfach noch eine Banderole da drum mit dem mit der Jahreszeit da drauf, und dann könnt ihr es so ins Regal stellen. Und dann weiß man auch immer, welches man da rauszieht. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen, und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss!